ich sag euch ganz ehrlich, ich komme hier gerade an meine körperlichen Grenzen. Der Reporterin ist kotzübel. Entschuldigt bitte. Boah, richtig. Ja. Ja, bitte. Oh Gott. Joey, du erzählst heute den Ladies bei den Ford Performance Ladies Days von deinen Extremsport-Erfahrungen. Was war denn deine härteste Challenge? Also im Motorsportbereich, ich bin viermal das 24 Stunden am Nürburgring gefahren. Das ist einige Jahre her und 42 VLN, also so ein Langstreckenpokale. Das ist schon im Motorsport der härteste. Ansonsten wettkampfmäßig Südpol 500 Kilometer oder 49 Marathons, 30 Ultramarathons, Wüstenläufe 10. Also viele Wettkämpfe, die sehr anstrengend waren, aber viel Spaß gemacht haben. Aber die Wettkämpfe, mir wird schon schlecht hier, aber die Wettkämpfe, die du gerade ansprichst, zum Südpol, das Wettrennen, 3000 Kilometer mit dem Rad durch die USA, das ist ja wesentlich härter eigentlich als das, was wir hier gerade machen und so ein bisschen Motorsport fahren, oder? An welche Grenzen bist du da gestoßen? Ich komme oft an meine körperliche und psychische Grenzen. Das ist klar, jetzt aktuell für 4 Wochen das Race Across America von San Diego bis New York, 4900 Kilometer. Da lernt man auch natürlich auch in der Nacht, in der Kälte, in die Höhe oder in der Wüste. In New Mexico hatten wir mittags 47 Grad. Ich mache eine Präsentation hier bei Ford Performance Days über das Thema No Limits, das allgemein das ganze Leben ein Marathon ist. Das ganze Leben ist ein Marathon. Was war deine härteste Erfahrung, wo du so an deine Grenzen gekommen bist, dass du gesagt hast, boah, jetzt ist es... Das hätte ich nicht gedacht, damit hätte ich nicht gerechnet. Das hat selbst dich als Extremsportler überrascht. Also ich habe einmal von Wilhelmshaven zur Zugspitze 900 Kilometer, so 24 Marathons gefühlt, am Stück ohne Nahrung und ohne Verpflegung, nicht nur von der Natur ernährt. Das ist ein Element, der halt natürlich auch sehr hart ist. Ein ganz hartes Wettkampf, wo ich einmal an die Grenze gekommen bin, war vor 1,5 Jahren, war ich in Namibia. Ein Wüstenlauf über 441 Kilometer. Da war ich auch, also am vorletzten Tag, schon leicht verzweifelt, aber es hat gut geklappt. Ich sag euch ganz ehrlich, ich komme hier gerade an meine körperlichen Grenzen. Der Reporterin ist kotzübel. Entschuldigt bitte. Boah, wirklich. Das will ich langsamer machen. Ja. Rausfahren? Ja, bitte. Oh Gott. Rausfahren, ja? Ja. Okay. Also nicht. Ich mach weiter. Also, Freunde bei Bunte, so geht das nicht. Was tut ihr euch mit euren Moderatoren? So hübsche, tolle, junge Frauen, die hier an ihre körperlichen Grenzen genommen werden. Ich habe eine Idee. Caro, wir machen es einfacher. Ich hole dich in München ab und dann gehen wir halt in 10 Tagen nach Venedig. Ne? Jeden Tag nur 70 Kilometer ohne Essen und Nahrung. Ist das eine Idee, Caro? Komm, lass uns mal einen Aufruf machen bei Bunte. So, wenn ihr was im Kasten habt und ihr richtige bunte Leser seid, ne? Dann Arsch hoch, meldet euch für der härteste bunte Challenge der Welt. Und zwar, wir starten in München am Marienplatz oder bei Bunte, kriegen alle eine Zeitung geschenkt und ab geht's. Und wer ein Ziel es schafft, nach 10 Tagen in Venedig da sein, dann kriegt er ein Leben lang Bunte. Jede Woche, Mittwochabends. Ne? Ist auch toll, oder? So, Caro, sagst du, kotz doch mal eine Runde. Ich muss arbeiten gehen. Wir sehen uns gleich. Die Antwort machen wir irgendwie später. Zack. Sehr cool.